Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus. Ich gehe mit der Burg rein. Welcome to Nova. Oh, das gefällt mir schon ganz gut. Den Sarg nehme ich nicht mit. Stattdessen könnte ich die Seeschlangen mitnehmen. Die sind nicht verkehrt. Bananenbaum bauen wir dann vorne hin. Ja, wieso nicht? Magischer Schaden ist nicht so da, aber dafür habe ich dann den Green Devil. Den werde ich auch sofort platzieren. Dann bin ich erstmal schon abgesichert für die ersten Wellen. Los geht's. Ja, diesmal waren alle relativ schnell schon bereit. Ja, zwei Angler und eine Blume. Zwei Angler und was ist das für ein Ding? Warg. Bei manchen Sachen weiß ich den Namen einfach immer nicht. Aber egal. Ja, Walker können wir noch ruhig reinpacken. Der Green Devil hält das alles aus. Zack. Ich könnte tatsächlich auf der 3 schon was schicken. Da ist der Warg schlecht. Und die, naja, kriegen 5% mehr Schaden. Gucken wir mal, was ich zusammenkriege. Pulverisieren, Magier, alles oder nichts. Magier ist sehr gut. Okay, jetzt hat er da noch so ein Piratenskelett hingepackt. Ich glaube, dann schicke ich einfach mal eine Hexe rein. Das Piratenskelett ordentlich down. Die Hüpfer sollten auf jeden Fall den Kleinen relativ schnell besiegen. Den Warg. Und dann geht es um die Angler. Wenn ich den Bananenbaum habe, will ich eigentlich nicht splitten. Ich glaube, ich werde den erstmal auf. Schnecke noch mit rein. Da hat er erstmal 60. Auch noch zu kämpfen hat. Oh, jetzt hat er noch eine, so einen Ninja hingestellt. Der baut ordentlich, der hat aber dann sehr wenig Worker. Alter, der hat fünfmal gerollt. Übelst viele Rolls benutzt. Nochmal. Jawohl. Holy shit. Was macht der denn? Da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht, wenn er so viel rollt. Der rollt die ganze Kohle weg. Ich weiß auch nicht, auf was er da hofft. Aber anscheinend hat er es nicht bekommen. Verstehe ich nicht. Ein paar Skelettkrieger hinpacken.
Die werde ich dann zu den Knochenmagiern wahrscheinlich machen. Ja, da geht es auch weiter, König aufwerten. Hat er jetzt das, was er haben wollte? Wer weiß. Den werde ich einmal auf. Und das war's, mehr mache ich nicht. Werde ich auch den King upgraden. Ja, und dann gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Taktik ist und wie das Ganze funktionieren soll, aber gut. Ja, da wird das alles blocken. Ich habe auch nichts geschickt. Von daher brauche ich mir auch keine großen Gedanken drüber machen. Ich weiß jetzt nicht, was er mit seinem Roll da erzeugen wollte. Aber anscheinend macht es jetzt schon Sinn, Echo zu bauen erstmal, also Echo zu schicken. Das heißt, hier einfach auf Einkommen zu gehen und das war's. Bisschen King aufwärts zwischendurch. Ja. Weil er wird viel einfach nur schicken, so damit er Piepen kriegt. Hier wird ja auch nur der König aufgewertet. Okay. Also hier ist auf jeden Fall schon mal sehr viel Stichschaden da. Aber sonst nicht viel. Wo ist Knochenbrecher? Gib den auf die Fresse! So, jetzt könnte ich natürlich ein bisschen weiter hinten den Jünger schon mal hinpacken und könnte irgendwie in Rumrum mehr Jünger bauen, beziehungsweise auch die Seelentore, dass sie schneller ihre Einheiten rausholen. Das geht. So, hier drüben. Ah, die Turtle war halt schnell weg, logischerweise. Hätte wahrscheinlich nächste Welle einfach mal ein Blut reinschicken und gucken, was passiert. Das klingt für mich nach einem ganz guten Plan. Weil gegen Stich ist sehr gut für ihn hier. Für ihn. Gegen die dann den Aufprallschaden. Ja, Max Schaden habe ich jetzt nicht, aber mach die Schnecke noch mit rein. Hat sogar mitgemacht.
Ich könnte gerade so durchkommen. Ja, ich komme durch. Sehr gut. Er kommt auch durch. Da hat sich sehr gelohnt. Sehr schön. Oh, schick auch einfach Echsen mit rein. Noch eine schöne Seeschlange mit hin. Die noch hier hin. Ja, später dann den Bananenbaum hinbauen. Das klingt gut. Die sollten ihn auf jeden Fall erstmal gut wegmachen, genau wie die Seeschlangen. Aber das ist so mein einziger Schaden aktuell. Muss ich ein bisschen mehr aufbauen. Hör mit. Los, bau den weg. Jawohl. So, ich nehme den Magier. Zack. Könnte ich eigentlich auch Knochenmagier noch drum rumbauen. Will ich aber nicht unbedingt. Ich mache lieber die Tore drum rum. Ich glaube, es bringt mir ein bisschen mehr. Magieschaden hat er gar nicht. Na, dann schicke ich ein bisschen was mit rein. Außer den Ninja hat er keinen Magieschaden. Er fängt wieder an zu rollen. Okay, das heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen aufrüsten, weil ich jetzt nichts geschickt bekommen habe. Ja, das sieht gut aus. Da wurde Pulverisierer genommen. Drüben ist Magier. Schick mal einfach mal einen Hermit mit rein. Auf jeden Fall ein bisschen Bonuskräfte dazu bekommen, das ist sehr gut. Bananenbaum. Den packe ich lieber hier vorne hin. Den kann ich upgraden, sehr schön. Und dann kann ich schon eine Brut reinhauen. Mal sehen, ob es reicht. Aber sie sind schon gut dabei. Hat die auch schon voll, weil die Mana Rosse hatte. Was? Nur 40? Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Oh, der hat gut durchgelassen. Beim Fürst des Todes! Der zwar schon tot ist, aber der Drache ist noch da. Ja, schon mal keine Worker, weil ich noch nicht weiß, was jetzt hier noch geschickt wird. Da baue ich lieber mal noch ein bisschen auf. Ich die ersten zwei Seelentore schon mal hinstellen. Und dann, wenn ich jetzt die Wave gehalten habe, dann hole ich Mega Worker. Bis dahin schicke ich einfach erstmal weiter Kacke.
Können wir noch Upgrade machen. Ja, war mir klar, dass jetzt nochmal die kommt. Das waren nur die Turtle, damit er noch ein bisschen Geld bekommt. Oh, sehr gut, ist aus den Toren gut was rausgekommen. Ja, sehr gut. Alles abgewehrt. Hat sich gelohnt. Hat auch abgewehrt. Sehr schön. So, jetzt habe ich drauf Knete. Und kann alles in Worker packen. So, was könnte ich ihm schicken? Magieschaden ist erstmal da. Stich wäre nicht schlecht, ne? Na komm. Schicke Stich mit rein. Sammelt schon wieder. Jawohl, 6 Piepen. Durch, durch. Sehr gut. Schon 33 Worker. Ich werde trotzdem die Piepen nutzen, um meine Verteidigung aufzubauen, weil er schon wieder sammelt. Ja, wir könnten erstmal die aufwerten. Dann warte ich sie auf und stelle noch eine hin. Und dann werde ich mal rollen. So, die raus. Davon habe ich genug Tanks. Den könnte ich noch mitnehmen. Stichschaden habe ich auch genug. Ja. Klingt gut. Immer noch nichts geschickt. Aber ich schicke jetzt. Auch wenn er 4 Stichschaden hat. Verkackt jetzt schon. Ich habe nichts geschickt. Verrückt. Okay. Auf jeden Fall Stich mit rein machen. Wenn ich den Zentaur noch kriege, wäre es geil. Kriege ich bestimmt noch mit rein. So, jetzt könnte ich. Ja, doch, Seeschlangen sind schon geil. Seeschlangen sind schon gut. Ja, Zentaur krieg ich rein. Sehr gut. Und rein mit dir. 30 kriege ich noch zusammen. Schnecke, fertig. Oh, 640, das hat gesessen. Von mir aber auch 660 bekommen. Ja, ob ich das halte, ist schwierig. Ja, ich bin auf jeden Fall schon durchgekommen. Hat mir auch einen Zentaur geschickt. Oh.
Aber hier ist echt viel durchgekommen. Also es könnte es gewesen sein, der King hat nicht mehr viel Leben. Das war's. Komische Rolltaktik, die er da hatte. Victory. Wer weiß. Vielleicht wollte er einfach mit seinem Glück spielen. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gern bei den anderen Videos mit vorbei. Zum Beispiel hier habe ich Gigamerx gespielt. Macht auf jeden Fall Spaß. Schaut es euch einfach mit an. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.